Let's go. Wenn wir schon da sind. Wieso nicht? Denken Sie daran, die Monsunzeit steht vor der Tür. Weitere Informationen zur Sicherung Ihrer Behausung erhalten Sie vom Berater Netzwerk muss ich. Im Holonetz. Frage für einen Freund. Okay, cool. Und was kann ich jetzt machen? Müssen in ein imperiales Basis na ja und wieso zeigst du mir das nicht an? Aha. Ich würde einfach mal sagen, ich fahr mal los, ja. Fahr mal raus. Würde mich mehr interessieren, vielleicht sehen wir es dann später. Na ja, na immerhin. Na beste, aber na Gott sei Dank. Ja, deshalb hat er mir nichts anzeigen wollen. Deshalb wollte er mir nichts anzeigen. Mein Gleiter ist repariert. Aber wie halten wir deine Viper-Droiden davon ab, die Unterwelt von Akiba auszulöschen? Gar nicht. Zumindest nicht allein. Aber ich habe Freunde im Dschungel, die vielleicht helfen können. Von welcher Art Freunden reden wir hier? Von der zuverlässigen Art. Ich schicke dir die Koordinaten und mache mich auf den Weg zur Basis der Imps. Meine Zugangsdaten funktionieren. Also sollte ich klarkommen. Ob das wirklich Freunde sind, weiß ich nicht. Super. Gut. Aber das ist halt sehr, sehr praktisch, dass wir da jetzt durchfahren können. Also, falls du Hilfe brauchst, ich habe etwas zur Bahnbrecher geschickt. Danke, Jalen. Ich komme schon klar. Das ist mir praktisch. Der bricht. Der bricht. Das muss man ja noch lassen. So, ich weiß ja nicht, wie die da so auf mich zu sprechen sind, aber schauen wir mal. Nehmen wir mal. Ich gönne mir mal, gell? So stört hoffentlich eh niemanden. Einfach mal auf Gönnungsbasis, ja moin. Ich glaube, jetzt heißt es stehen, oder? Geh. Kann es sein, dass wir Gruppenmitglieder sind oder irgendwas? Ich frage nur für einen Freund. Interessant. Ha! Eine Spielekampagne. Ah, okay. Ein bisschen schade, aber okay, ja. Aber ich glaube, es gibt gar keine mehr seit FC, oder? Kann das sein? Da haben wir eh mehr als genug, da haben wir mehr als genug. Passt. Das holen wir sie noch nicht sicher. Das holen wir sie auch noch auf köstlich mal schmöchtlich. Bis dann. Und dann wieder fette Sammlung hinter uns. So, mich würde es jetzt mal eher mehr interessieren. Wo ist denn da das Schatzerl? Das würde mir jetzt mehr reizen. Wo ist denn das? Wo haben sie denn das gute Zeug versteckt? Fix da oben. Willst du dich mal umsehen? 100% da oben. Ja, definitiv. Aber da ist ja Kiste. Da ist eh was. Der will nur nichts herzeigen, der Wappler. Wie schaut's da oben aus? Gut versteckt. Da haben sie's. Geil. Ah, wird nicht lange dauern. Oh, ich liebe dieses Spielchen. Ist so geil. Einfach der Wahnsinn. Oh, servus! Die Steppert, der kriegt gleich ab. Watschen, Alter. Hoch 10, Alter. So kehrt sich's. So kehrt sich's, Alter. Kriegt gleich mal eine vom Watschenbaum. Hast du schon mal von einer Watschen gespielt? Ein Kleider brauche ich jetzt aber schon, Bulli. Oder ich kann da nicht schwimmen gehen, oder bist du deppert, oder was? Warum wollen die mir jetzt einfach keinen Kleider geben? Digi? Gib her. Gibst du. Opa. Okay. Schwere Geburt. Ja, Digga. Ah, Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Hey,
Hey, wir haben wieder ein Buch über das Ei gesammelt. Ist auch nicht schlecht. Wir schauen, dass wir hier Waffe kriegen. So schaut's aus. Das kann mir ja ein bisschen dezent in den Arsch gehen. Sonst wird das auch nur ein ordentlicher Roadtrip werden. Geht sich das aus? Ja, ich weiß ganz genau, welches Flecker das schon wieder ist. Das ist super. Das Flecker würde ich nicht aufgeben, gell? Yep. Weißt du was? Zeig mal kurz her die Karte. Oh! Ich glaube, ich muss mir sicher jetzt aber ein bisschen dezent aufgeben. Aber nur dezent mit Z. Ich glaube, das ist definitiv einfacher so. Alter, das ist ein richtiges Labyrinth, Alter, der depperte Dschungel da, Alter. Das ist ein Wahnsinn. Das deppert, Alter. Kannst du es ja nur in den Arsch gehen. Wenn ich schon da bin, wieso nicht? Besser an einem Job? Wenn ich schon da bin. Wieso denn nicht? Weil dann habe ich auch dann für später wieder ein bisschen was weniger. Das einzige, was geschissen ist, ich muss einmal die Kisten finden. Das ist das nächste, Alter. Bin ich hier, Alter. Bin ich wirklich wortwörtlich hier, Alter. Ich glaube, ich bin jetzt eh auch schon ein bisschen zu weit weg. Ja, wurscht. Na, voll. Wo war's? Wieso? Keine Sorge. Na schau, was haben wir denn da Schönes? Was für ein Zufall aber auch. Erinnerst du dich noch ans letzte Mal? War das auch die Kiste jetzt oder nicht? Ja, das war die Kiste. Wichtig und richtig. So, auf den Kletter, let's go. Kann ich auch zufällig eine Fähigkeit auch noch anvisieren? Das wäre super. Zeitgleich mit. Ja, es geht eh. Wichtig. Weil wenn ich dann in einem Kampf bin oder irgendwas, dass ich so welche Sachen ausnutzen kann. Aber ich bilde mir ein, dass ich auch Betäubungsschüsse schon einmal so gemacht habe. Aber interessant, müssen wir ausprobieren. Ich bin erstmal weg. Dankeschön. Opa. Wie weit haben wir es? Jo, ich glaube, ich gehe dann lieber doch zu Fuß. Sonst hast du gleich wieder, ich bin in Arsch daheim. Aber so richtig schön fett in Arsch daheim. Ne, jetzt bin ich noch gespannt. Ja, das ist das Mindeste, was ich erwarte. Oh. Aber viele Bereiche, wo ich mich hinter Deckung verstecken kann. Wo sind die denn alle? Ich habe ein komisches Gefühl. Haben sehr, sehr komisches Gefühl. Aber ja, mach einmal, du einmal. Ist jemand unsanft gelandet? Achso, ich hab's wohl schon schlimm erwartet. Wahnsinn, er hat schon gelernt, seine Feinde zu attackieren. Aha. Okay, kann ich ja nicht einmal markieren. Okay, schade. Ui. Ich glaube, ich nehme mal so einen Aufplatterner. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ich glaube, das wäre definitiv mal nicht so schlecht zu aufladen. Irgendwie werde ich schon weg. Was denkt Gedick sich dabei? Bist du okay? Achso, du gehörst zu mir. Ach Gott sei Dank, ich denke es mir gerade so. Ich wollte schon, wollt mich schon beschweren gehen. Jetzt hat sich der andere eh wieder gezeigt, das ist gut. Aber mit dem kommst du nicht durch, oder was?
Cool. Ja, ich kann nichts markieren, gar nichts. Scheiße. Das ist scheiße. Aber ich muss so ein Double machen. Ich muss unbedingt so ein Double machen. Ja, und dann den hier. Ja, ganz genau. Ich wollte gerade sagen, ist der hier oder nicht? Geht es dir gut? Ernsthaft, Gedick? Du bist der Letzte, von dem ich dachte, er arbeitet für die Rebellen. Du kannst froh sein, dass er das macht, sonst wärst du jetzt tot. Die Viper-Droiden werden immer aggressiver. Wir müssen unseren Angriff starten. Angriff? Du wirst dich in die Basis schleichen, während mein Team einen Weg freisprengt, um das Päckchen rauszuholen. Klingt nach Spaß. Nur, als ich das letzte Mal mit Rebellen gearbeitet habe, bekam ich ein Todesmal. Rettet die Galaxie selbst, ich gehe. Ich wusste, auf die ist kein Verbrechen. Hey, bitte. Das funktioniert nur mit dir und den Rebellen. Ich hab gesagt, ich helfe dir, aber ich lasse mich nicht in einen Krieg verwickeln, der mich nichts angeht. Dieser Krieg geht jeden an. Vergiss mal die Rebellen, Kay. Eine Menge Leute werden wegen meiner Entscheidung verletzt. Du suchst einen Droidenschmied? Das ist die Bedingung. Ich muss los. Lass mich bitte nicht hängen. Ich hoffe, ihr meint das mit dem Fluchtweg ernst. Ich weiß nicht, wie sowas in der Unterwelt läuft, aber wir lassen unsere Leute nicht zurück. Du hast keine Ahnung, wer zurückgelassen wird. Das war die Basis ist in einer Kette westlich von dir. Wenn du in die Richtung gehst, solltest du sie irgendwann finden. Verstanden. Bin bald da. Wir werden es eh schon mitkriegen, wenn ich wieder eine auf die Fresse kriege. Auf mit uns. Let's go. Na, das kann wieder was werden. Ah, Wahnsinn. Aber hey, diesmal geht's wenigstens auf den Bär. Mal schauen, wie lange das diesmal überlebt. Was ist denn das wieder für ein Haberer? Wenn ich schon ein Fragezeichen am Start habe. Okay, ich habe eine persönliche Frage. Oh, ja, gut, klar. Nee, was hat es mit dem Casino-Chip auf sich, den du immer dabei hast? Ich nehme an, dass du ihn nicht setzen willst. Oh, das ist, das Letzte, was meine Mutter mir gegeben hat, als ich ein Kind war. Ein Andenken. Eine Erinnerung, dass Nix und ich auf uns allein gestellt sind. Verstehe. Das war's schon. Ja. Okay. Ab und zu finde ich schon diese Momente echt wichtig. Diese Momente sind echt wichtig. Hauptsache wir lernen auch mal ab und zu wenigstens ein bisschen den Charakter besser kennen. Das finde ich gut. Finde ich definitiv gut. Wichtig. Wichtige Momente. So, jetzt bin ich aber gespannt, wo der Schatz alle ist. Jetzt bin ich gespannt, alle, wo die Kiste ist. Und dann zeig mal her, Burli. Zeig mal her. Nicht, dass ich da gleich in den Arsch gehe. Aber hat schon mal wieder ein geiles Feeling. Hat ein bisschen so Tomb Raider Vibes. Das muss ich schon echt lassen. Immer wieder. Immer wieder aufs Neue. Oh, was bist du denn? Was? Tschüss. Ich glaube, da unten kommen noch mehr. Bin mir jetzt aber nicht so ganz so sicher. Passt. Warte! Ich wollte es gerade sagen, dass es nie und nimmer ausgeht. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn es sich ausgegangen wäre. Die Dinger warten schon da unten. Richtig cool. Also, wenn es geht, ich will mich so gern so schnell wie möglich verpissen. Bis sie mitkriegen, dass ich da bin, bin ich vielleicht hier. Und jetzt gib Gas, aber gib ganz, ganz schnell Gas. Hab ich das nicht gesichert oder irgendwas? Schon komisch, genau die drei. Lächiger Hase. Ui, ja, das muss ich halt machen, wenn ich schon mal sehe. Ein Fragezeichen nach dem anderen. Besser ist lieber, wir machen es jetzt gleich. Als wie dann später. Weil später muss ich es dann sowieso machen. Wow, das ist. Bleibt mir nichts anderes übrig. Naja, alt wäre. Da, schau, da. Falsche Wand.
Ich hab schon gedacht, die kann da aufgeklettern. Ich hab schon gedacht, die hat was drauf. Was spielst du eigentlich hauptsächlich im FC? Wieder Packs öffnen oder irgendwas? Oder machst du, oder tust du da gezielt auf irgendwas anderes hinspielen? Hinarbeiten? Yui! Was ist jetzt mit der Tante los? What the fuck? Das war das letzte Safterle, gell? Nur zweimal und wir sind in den Arsch daheim. Und also wehe dir. Das ist echt komisch. Das ist echt wirklich sehr, sehr komisch, aber wurscht. Ja, aufpassen. Ihr bricht sich ja gleich das Knack. Ganz, ganz schlimm. Wirklich ganz, ganz schlimm, Alter. Die bricht sich so schnell irgendwo, so. Die ist komplett in Arsch. Die ist komplett in Arsch, die Tante. Bleib da, ich komm hoch. Juhi. Na gut, okay. Ich schaff das. Ich schaff das. Juhi. Da hätte man sogar noch ein drittes Mal aus herumschwingen können. Oh, ich hoffe, das heißt, wir sind gleich da. Da wird sich gegönnt. Da wird eh schon angezeigt. Und vor Wetter. Ah, sehr schön. Und was hast denn da so schönes? Sag mal hier. Also gut. Was hast du gefunden? Naja, das Imperium hat er gefunden, na wie schön. Wir haben eine komplette Basis und alles. Na gut. Wehe dir, ich muss genau in die Richtung. Ich glaube, die ist im Modus hängen geblieben. Kann das sein? Ah, jetzt. Ah, wie schön! Genau zu der Basis muss ich. Yay. Alter, noch beschissener kann es ja nicht mehr gehen, oder? Oder genau! Ich sehe eine Basis, Digga! Ich muss genau dort hin. Alles klar. Na dann beeil dich mal. Taifunstaffel Ende. Taifunstaffel. Witz, oder? Alter, wie der scheiß fucking Gas ist. Ich muss sogar noch mit dem Wasser da tun. Opa, na dann. Das ist ja relativ chillig. Das hätte ich mir jetzt definitiv irgendwie ein bisschen schlimmer erwartet. Oh, na gut. Ich denke mir schon, erst da war was ist. Die stützt jetzt aber deppert, dass was ist, gell? Ja, moin, hey Dragon! Servus, grüß dich, alles klar, alles blöd, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist. Die stützt jetzt aber wirklich deppert, dass was ist. Oh, die hinten, oder? Sind wir wenigstens schon mal oben angekommen, das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Nichts Verdächtiges in diesem Sektor. Ach. Hast du was, Kleiner? Das ist kein lustig mehr. Oh, die Kiste nicht gern. Ich habe hier einen kaputten Motivator, das wird eine Weile dauern. Oh, nee. Vielleicht kann ich da eine kleine Ablenkung machen. Nix, ich brauche eine Ablenkung. Ich bin fix in Arsch daheim. Wenn ich jetzt zur Kisten gehen will, ich bin fix in Arsch daheim. 100%. Nee. Besser nicht riskieren. Da kann ich ein anderes Mal auch vorbeikommen und mach bam 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 und tschüss. Ist mir lieber. Ist mir definitiv lieber, bevor ich mir die Kisten hole. Und was tut's ihr alles, Herr Dragon? Wie geht's? Wie steht's? Gut geschlafen? Ich hoffe, dass ich bald endlich den fucking Laser krieg. Das hoffe ich wirklich sehr. Weil der Laser würde mich wirklich sehr, sehr reizen, weil da kann ich wenigstens ein bisschen mit Deppert spielen damit. Da kann ich mir wenigstens wirklich ein bisschen Deppert spielen. Oh, sehr schön. Ah, das höre ich gern. Das höre ich sehr, sehr gern. Ja, das soll ich irgendwann mal auf, oder?
Aber wow, Alter. Plötzlich kann man das öffnen. Alles klar, Digga. Das geht. Und dann vorher die Meckerei mit der Reichweite und alles. Das ist super. Das letzte Mal, die Reichweite, alles drum und dran. Das geht sie aus. Das geht sie plötzlich alles aus. Alles klar, Digga. Wenn, dann müsste die Reichweite für immer gelten, nicht einfach nur, wenn man es so braucht. Gedick, ich bin dran. Gut. Folge dem Tunnel. Er führt dich zum Abhörposten, wo auch das Verteidigungssystem ist. Wir müssen es vor dem Angriff abschalten. Das ist leider wahr. Ja, das ist leider wirklich wahr. Ja, ja, du sagst es. Umgebungsabtastung zeigt grün und die Truppen sind in Alarmbereitschaft. Ausgezeichnet. Wenn die Rebellen wieder auftauchen, werden sie ihr blaues Wunder erleben. Na gut, Nex. Hol sie dir. Einmal, zweimal. Und tschüss. Wichtig und richtig. So, kannst du sonst da irgendwas machen? Okay. Yay, dieses schöne Minispiel. Ich liebe es. Ich liebe dieses Minispiel. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich hasse es wie die Pest, dieses scheiß fucking Minispiel. Es ist fürchterlich, es ist wirklich fürchterlich. Find's aber wieder lustig. Wir sind mal wieder in einer Basis, löse keine Alarm aus. Und dann plötzlich wieder... Nichts. Brudi. Am Schluss geht eh jeder wieder auf mich los. Das war's eh. Seltsam. Geh nur, Schwabler. Und tschüss. So, dass es hoffentlich keiner mitkriegt. So, die werden wahrscheinlich jedes Mal nach links und rechts gehen. So wie ich das vermute. Die gehen genau in die Richtung, die sich genau nicht haben wird. Aber wurscht. Dafür sind sie wenigstens abgelenkt. Wehe dir, du schaust jetzt nach links. Wehe dir. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat er wenigstens eine gute Wahl getroffen, der Wappler. Einmal. So, und zwei. Sehr schön. Bist du auf der vollen Breitzeit? Siehst du, boah, kennt das mich schon auf eine gewisse Art und Weise sehen. Könnte mich schon sehen. Oha! Keins davon. Fick dich. Oh mein Gott! Genau beim letzten, really? Da kann ich ja nur eine schießen. Also sind wir nicht ab, da kann ich noch eine scheißen, oder? Bei meinem Klick, Alter, sind wir nicht ab. Kamera deaktiviert. Sicherheitstore geöffnet. Wichtig oder wichtig? Dass das keiner mitkriegt, das wundert mich, aber okay, passt, mach einfach weiter. Yippie! So. Oh, mehr auf der Tiefe. Tschüss. Ach, warum sieht dieser Teil der Basis so anders aus? Der Teil gehört dem Imperialen Sicherheitsbüro. Höchste Sicherheitsstufe. Pass auf, von denen willst du dich nicht erwischen lassen. Hab sie! Die sehen uns nix. Ja. Ja, aber ich hoffe, das zählt jetzt. Das wär's jetzt. Ich hätte es eigentlich früher machen sollen. Ja, eigentlich schon. Warum sieht dieser Teil der Basis so anders aus? Warte, ich mach das jetzt nochmal. Der Teil gehört dem Imperialen Sicherheitsbüro. Höchste Sicherheitsstufe. Pass auf, von denen willst du dich nicht erwischen lassen. Wunderschön. Ich hole Verstärkung. Wunderschön daneben. Wirklich wunderschön. Ach! Glücklich ist nichts. Wow. Plötzlich ist einfach mal nichts, Digga. Alter, wollt ihr mich verarschen? Jetzt ohne Spaß, wollt ihr mich verarschen?
Aber Alter! Forscht's bitte wie man dann, Alter, legt mir Marsch. Ich schieß da wie deppert herum, Alter. Ah, okay, passt. Alarm wird doch nicht ausgelöst. Ich glaube, weil das nicht in der Kamera war. Glaube ich. Sehr gut. Schalte die Verteidigung der Basis aus. Dann können unsere. Würde mich jetzt interessieren wegen deiner Fähigkeit. Hat das jetzt zählt oder nicht? So ein Hurensohn. Deine Freunde, Gedick. Na schön. Ah, wie schön. Da steht noch, löse kein Alarm aus. Vorher ist es noch durchgestrichen worden. Das ist das. Vorher, das ist ja noch gerade noch eben durchgestrichen worden. Fick dich, der dreht. Na, es war so jetzt der richtige 50-50-Schuss. Entweder dreht sich der Wappler jetzt um oder nicht. Mist, das war's. Durch, durch. Offizier am Boden! Gleich geht es los! Der haben wir doch nicht mitgekriegt, das ist auch toll. Nein. Ich will eigentlich die eine Fähigkeit aktivieren. Nichts, war ja klar. Da ist nur einer. Na, geh. Nee, da ist keiner. Offizier am Boden! Ich schlage Alarm! Ich rufe Verstärkung! Deine Mutter schlägt Alarm! Halt die Pfeifen! Ha! So schaut's aus. Aber ich glaube, da gibt's noch einen. Da gibt's eh noch zwei Haverer. Na, büste Eppert. Na, warte. Da schlage ich einmal die zusammen. Bis das keiner mitkriegt. Ist eigentlich auch traurig. Sie nur was abliefern. Bin gleich wieder weg. Wichtig. Wichtig oder richtig? Das müssen wir jetzt so noch 5-mal machen. Juhu. Ja, das kann was werden. Noch weitere 5-mal. Okay. Fertig. Gut. Meine Zugangsdaten haben funktioniert. Ich bin drin. Du solltest jetzt zu mir kommen können. Jetzt bin ich aber gespannt. Wieso habe ich das Gefühl, dass sowieso gleich wieder der Alarm ausgelöst wird? Es wird safe sicher gleich wieder der Alarm ausgelöst. Ich kenn's. Oha, jetzt kommt er noch mit. Beeil dich und alles. Oha, ich soll das machen. Der Haverer muss ja nur da durchgehen. Und der ist schon sein Ziel. So ein Wichser. Gut, du hast es geschafft. Der Alpha-Druide ist in dieser Richtung. Und was jetzt? Jagen wir ihn hoch? Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir setzen die Protokolle zurück. Lassen ihn für die Rebellen arbeiten, dann dreht er den Rest der Viper-Druiden um. Das Ding muss an die 30.000 Protokolle haben. Wie willst du die alle löschen? So wie wir die Automaten im Canto Grand gehackt haben. Du willst einen Kampf-Druiden mit deinem Jackpot-Hack umprogrammieren? Ach, ich nenne ihn jetzt Freiheitshack. Er hat neue Funktionen. Aha. Da lang. Ich komme nach, wenn es sicher ist. Na schau, na schnell, wo denn da was glaubst du? Na was glaubst du, was ich gleich machen hat keiner noch? Du bist deppert. Gleich gefladert, oder bis zum Gehen immer. Alles. Zap, zarab. Wichtig und richtig. Immer zap, zarab. Sorg dafür, dass das Labor leer ist. Niemand darf uns sehen. Haben wir die neue Ausrüstung schon bekommen? Die sind echt lustig, Alter. Uns darf niemand sehen, aber Alarm dürfen wir auch nicht schlagen. Du bist beforschen, oder was? Der Motor ist frei, der Inverter ist stabil, nur noch eine letzte Kalibrierung. Warte, das muss ich auch mal machen. Ich könnte
euch eine Pause vertragen. Da oben ist aber eh keiner. Ja, passt eh, passt eh, passt eh. Solange da oben keiner ist, ist alles okay. Hier gibt es nichts zu vermelden. Moment. Oh. Na, leider keine Gönnung. So, wo ist der andere? Da bist! Servus, Schule! Moment mal. Servus, Christi. Bleib genau da stehen! Okay. Wie will ich genau hier stehen bleiben? Mhm, klar doch. Ich komme rein. Also, wir kümmern uns um diesen Droiden, schaffen dir die Syndikate vom Hals und dann kannst du dich uns anschließen, oder? Keine Überraschung mehr. Versprochen. Typhoon-Staffel? Wir sind da. Verstanden. Wir schaffen einen Ausgang. Besorgt uns diesen Droiden. Du musst das Eindämmungsfeld runterfahren, Kay. Bin dran. Hoffen wir es mal, dass es so einfach wird. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, dass es so einfach wird. Oha, schon wieder alle drei. Alter, die wollen mich doch wohl verarschen, oder? Sagen wir nicht ab, oder? Jetzt gibt's eh schon so wenig Felder, da geht das recht nichts weiter. Kraftfeld ist aus. Ich glaube, deine Freunde sind da. Ich bin im System. Ah. Und das sind definitiv gute Freunde von dir. Mhm. Okay, der ist wieder mal gar nichts. Super. Abwarten und Tee trinken. So, deine Waffe ist eh schon hinter mir. Oh, richtig schön daneben, Alter. Super. Da kommt noch mehr. Wo ist das, Alter? Wo bist du? Ich höre Blasterschüsse. Ja. In einer versteckten imperialen Bahn. In einer Schlucht. Im Schlummel. Halt einfach nach Explosion aus. Der Scharfschütze. Ui. Das wäre aber super, wenn ich die Waffe kriegen könnte. Alter, erst bitte auf dich zu bewegen, Arschloch. Oh, knappe Geschichte. So ein Wichser, aber die hole ich mir jetzt. Okay, ich hol's mir doch nicht. Ja, moin, ist es mir doch nicht wert. Gibt's genug andere Momente. Hat er sich jetzt etwa kurz totgestellt? Oh, Mann. Digga, der ist in den Arsch gegangen hoch 10, Alter. Bist du fast. Das ist ein guter Buff, Alter. Was glaubst du? Aber ich komm nicht rein. In Ordnung. Ich versuch die Tür zu öffnen. Mhm. Oh, wie wir alle diese Geräusche vermisst haben. Da! So ein scheiß ranziges Geräusch, oder? Wahnsinn. Ich hab Sturmtruppen am Hals. Ja, ja. Sollen die ruhig kommen? Oh, das ist der gehört zu mir. Warte, warte, warte. Oha! Wunderschön daneben. So, einmal. Zweimal. Das ist das allererste Mal, dass wir einen Schwarzen haben. Okay, das kann man jetzt irgendwie. Das kam jetzt irgendwie falsch rüber. Aber ohne, dass es böse gemeint war. Oh, oi, oi, oi. Kommt der wenigstens auf oder irgendwas? Wow. Da hält so einiges aus. Ja, hat gezählt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alles gut? Noch alles dran. Ende 5. Ich glaube, dann haben weniger. Du machst mir Angst, Kumpel. Das ist nichts. Wir sollten weiter. Ihr Dick, wir stehen unter schwerem Beschuss. Nee, war's ja nicht. Ist ja gut. Jemand muss aber bei mir bleiben, während ich die ganzen Daten lösche. Ich mach das. Kay, bring den Wagner-Droiden zum Hangar. Ich glaube, er bringt mich zum Hangar. Ich glaube, so schaut's eh aus. Er mag das schon, der Bub, der schafft das. Mal abwarten. Aber Scharfschützen wäre ja schon wieder sexy. Dann könnten wir nächstes Mal die Fähigkeiten weiterkommen. Aber wurscht.
Schauen wir, vielleicht kriegen wir ja irgendwas. Das wär's. Ja, vielleicht kriegen wir wirklich was Leimendes. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich gegen die Dinger da jetzt antreten muss? Irgendwas Beschissenes passiert jetzt. Es funktioniert. Abfahrt! Abfahrt! Ein komisches Gefühl bei der Sache. Extrem komisches Gefühl. Da geht's gleich ab. Ab bist du deppert. Ja. Sind jetzt aber Schemeier gegangen. Das muss man ja noch. Muss man nur schon dazu sagen. Die sind jetzt richtig schön. Oder gehst du da bitte auf Zeiten, Arschloch? Oder mitten im Weg, oder mitten im Weg. Einmal, zweimal, dreimal und tschüss mit euch. Hast den Avarik im Hinterwischen. Braucht man. Da sind wir alle im Weg. Da sind alle im Weg, Digga. Ich kann da nicht. Memo, guck mal da. Let's go. Den hol ich mir, den schnapp ich mir. Ne, sicher. Schaut gut aus mit den Drohnen. Bestes nix. Bereit? Ich habe alles gelöscht, was ich finden konnte. Die benutzen meine Pläne nicht nochmal. Und du willst nicht bleiben? Na, wir werden woanders gebraucht. Ja, im Haus eines reichen Mannes. Ihr habt alle Feuerkraft, die ihr braucht. Dreht ihm nur nicht den Rücken zu. Sobald ihr aufbrecht, wird euch das Imperium jagen mit allem, was es hat. Das schaffen wir. Falls nicht, haben wir uns nie gesehen. Das Schicksal der Galaxis könnte davon abhängen. Man, ihr hört auch nie auf zu reden, oder? Aber hey, wer weiß, wer weiß. Vielleicht schließt sie sich irgendwann einmal mit an. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Oder Teil 2 Rebellen? Vielleicht wollen sie ihm das geflattert haben, wie in Rogue One, aber weiß ich nicht. Wieso musst du jetzt mit Absicht jetzt auch noch in den Orbit fliegen? Keine Ahnung, wieso die jetzt extra da aufgeflogen. Die hätte doch ruhig gleich in die Stadt fliegen können. Scheinbar nicht. Ein funktionsfähiger BX-Kommando. Aber zu war schon die ganze Zeit. Kein Unterschied. So, wer ist da jetzt schon wieder am Start? Ab bist du deppert. Wo suchst du? Warum will der nicht werden? Ich frag für einen Freund. Rekrutiert. Sehr schön. Ich umkreise. Ach nee, den haben wir überhaupt nicht gedacht, dass das viele Schiffe sind. Dann müssen wir wieder den großen finden, so schaut's aus. Ich wollte irgendwas machen da. Ja, der ist wenigstens fast tief. Bergen und weg hier. Was habe ich? Da ist noch ein großer. Von einem großen in den nächsten großen, das ist super. Markiert. Ja, ich bin wirklich erledigt, wenn ich jetzt schon aufpasse. Gib Gas, Alter, gib Gas! Was heißt denn Spiel zurück, Budi? Das ist das ganze Spiel hier! Was für Spiel zurück? Leck mich am Arsch! Gib Gas, Alter, gib Gas! Schaut doch gut aus für uns. Eine Ansichtsweise. Ja, das kommt davor, wenn man sie mit der Crimson Dawn anlegt. Bist du auch komplett in Arsch. Wie's. So, wie schauen wir aus? Gelegenheit, Walfang, Vermächtnis. Also eigentlich im Prinzip sollten wir wieder auf den Planeten ziehen. Und fürs nächste Mal. Weil ich habe ja schon letztens gesagt habe, also vor am Anfang habe ich schon gesagt, das ist die letzte Mission des Tages. Da haben wir sie über Kaiser. Let's go. Hätte ich gesagt hab, da landen wir gleich lieber mal auf dem Planeten. Ist besser. Oh, wurscht, Hauptsache landen. Hauptsache landen.
Aber hey, wir haben ein neues Crewmitglied. Wichtig und richtig. Werden wir auch schauen, wie es ausschaut mit den Fähigkeiten, mit Upgrades oder irgendwas, das wär's. Gefühlt, oder bei jedem Planeten gibt es einen Schnebel. Frage für den Freund. Ist aber schon sexy, wenn man da lacht. Muss man schon sagen. Also mir taugt's. So Leute, dementsprechend würde ich aber auch mal wieder sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.